Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, das war eine herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ich habe jetzt Pause gemacht, es war eine Runde Joggen, wollte ich gerade sagen, das wäre ein bisschen unangenehm gewesen mit dem Hals. Eine Runde laufen, gehen, ich sage da sehr ungern spazieren zu, weil ich eigentlich spazieren nicht mag. Und stimmt, wir haben jetzt zwei Spiele wieder gespielt, ach verdammt, ich gebe mir jetzt einen kleinen Vertrag. Und ja, ich bin jetzt zumindest ein bisschen wacher im Kopf. Mein Nacken tut immer noch verdammt weh. Das ist immer noch sehr, sehr anstrengend. Aber ich bin ein Tick aufmerksamer, glaube ich. Ich glaube, ich kann das wieder ein Tick besser spielen. Und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich meine, das letzte Spiel habe ich auch glücklich gewonnen. Also ich meine, es war im Endeffekt auch ein verdienter Sieg, aber ich habe so schlecht gespielt. Okay, moderates Team, Inform Stürmer, Inform ZM, aber ansonsten eher, ja, durchschnittlich gutes Team, nichts Besonderes. Hoffen wir mal, dass der Gegner auch nur durchschnittlich gut spielt und nichts Besonderes ist. Das würde mir sehr entgegenkommen. Aber ich versuche natürlich jetzt wieder meine Geister hochzuhalten und gut zu spielen. Also zumindest das rauszuholen, was ich jetzt gerade in der Lage bin zu bringen. Es wird nicht 100% sein, aber dann schaue ich ja wenigstens 90% oder so. Und es wird natürlich auch Spieler geben, wo 90% reicht. Ja, schade. Das waren aber auch teilweise vogelwilde Pässe von ihm, die eigentlich schon fast schlecht waren, die da angekommen sind. Kommt leider nicht zum Schuss. Da wurde auch leider Vidal wieder zwischendurch getunnelt, sonst hätten wir den Ball schon eher gehabt. Ich sage, er vogelwilde Pässe, die er hier macht, die teilweise aber doch ankommt, blöderweise. War natürlich eine sehr interessante Freistoßvariante, die er da macht. Das ist also kein Foul, okay. Und Piszczek ist nicht schnell genug auf dem Bein, schade. Schöner Pass auf Dembele. Boah, was für ein Schuss von Modest, der wird einfach gehalten. Was ist denn da los? So Modest, jetzt mach das Ding bitte per Kopf. Schade. Manuel hat aber deutlich besser ausgerichtet als Modest. War das gerade ein straffer Pass auf 3 Metern, der ohne Probleme angenommen wurde? Komm, komm, komm! Sehr geil, das war natürlich so eigentlich nicht geplant, aber es hat erstmal funktioniert, das ist die Hauptsache. Schade. Oh, Reus verletzt.
Wieder eine sehr knappe Situation mit Vidal, die wir leider nicht gewinnen. Das sind Situationen, das sind Tore, die ich brauche, die ich liebe. Und das ist geil. Das war ein schwieriges Tor von Modest mit dem schwachen Linken ins lange Eck. Aber er macht ihn halt trotzdem. Sehr geil. Erstmal ein schöner Pass auf Modest. Und ja, da macht ihn halt einfach mit links. Geil. So darf es gerne weitergehen. Das habe ich lange nicht mehr gesehen. Und das erwarte ich halt auch ab und zu. Dass das nicht immer reingehen kann, gerade mit dem schwachen Linken, ist mir arschklar. Aber ich hatte auch das Gefühl, es war gut aufgezogen. Und das kriege ich meistens schlecht hin, wenn ich flach schieße. Also es war halt ein Flachschuss ins lange Eck, war jetzt kein. Fuck. Ich hab's gesehen, da war ein Stellungsfehler drin. Meine Abwehr lässt ihn halt einfach komplett durchlaufen. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, ob. Nicht Verteidiger vor, verdammt nochmal. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe, also ob da irgendwie ein. Stellungsfehler von mir drin war, ob ich da einen zweiten Spieler gerufen. Ich glaube, ich habe einen zweiten Spieler gerufen, den ich nicht hätte rufen dürfen. Das könnte also mein Fehler gewesen sein. Danke, Vidal, dass du im Weg stehst. Alter! Oh, was für ein Lackertor, krass. Da konnte ich halt nichts mehr machen. Er passt halt irgendwie vogelwild wieder durch. Alles kommt an, was er macht. Und dann schießt er halt aus einer schlechten Situation aus der Drehung raus. Und das Ding kommt halt an. Oder geht rein, besser gesagt. Das ist halt schon heftig. Hier wird ein Foul nicht gepfiffen. Wieder Glück mit dem zweiten Ball. Naja, wir haben noch. Also, ich finde nicht, dass das verdient ist, dass er hier innerhalb von kürzester Zeit das Spiel dreht. Hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt besser war als ich. Oder die Führung verdient ist, aber okay. Schlecht. Ich spiele natürlich entsprechend defensiv. Man sieht es auch, wir haben nicht wirklich viele Schüsse abgegeben. Der Schuss war echt dumm von ihm. Also klar, es ist ein Glück, dass das so klappt, aber war halt nichts geil rausgespielt. Die Pässe vorher waren halt auch wieder so wild. Es war einfach nur ziemlich viel Glück dabei. Es wird halt super oft passieren, dass einfach so ein Pass vorher hängen bleibt. Das war gut rausgespielt, verdammt nochmal. Modest Doppelpack und Stindl macht das Tor und vor allem klappt mal der direkte Schuss, verdammt nochmal. Es war ein straffer Pass in die Mitte und er schießt halt dann wirklich direkt. Sehr schön. Oh, ein Tunnel sogar noch. Okay, das ist natürlich ein bisschen glücklich, wenn es ein Tunnel ist, aber das ist halt besser rausgespielt. Ich meine, er geht halt so vom Tor und nicht aus der Drehung, weiß ich nicht, von sonst wo. Passt, 2-2, schön. Jetzt hoffe ich mal, dass ich noch so eine Situation rausspiele. Schade. Da hat er mir halt so viel Platz gelassen, da dachte ich, schieße jetzt lieber, als das versuche, das durchzukombinieren. So, und jetzt darf ich auch mal ein Lagertor machen mit Modest vielleicht, per Kopf. Nach einer Ecke. Schöner Schuss, aber leider halt komplett zentral.
Schönes Ding von Hector. Schade, war knapp. Schön gemacht von Stindl. Nein, wir waren zuletzt dran. Den hätte er sonst wohin gehauen oder geklärt. Ich dachte halt echt, der Platz ist frei. Es war ja auch Platz, aber halt nicht genug. Oh, wie oft die da jetzt in dem Spiel schon so kurz mit dem Ball vorbeigegriffen hat, das gibt's doch nicht. Das wäre jetzt aber auch ein schönes Lackertor geworden. Glücklicherweise wurde es dann nicht so. Schwacher Pass, ich glaube, den kann man ohne Probleme auf Modest spielen. Schön gemacht von Sokrates. Kein Elfmeter, interessant. Interessant, dass es kein Elfmeter war. Meiner Meinung nach ein ganz klarer Elfmeter. Das ist in meinen Augen auch ein Foul. Krass, das war eine Flanke. Er macht wieder so einen flachen, dummen Pass draus. Ich weiß nicht wieso. Denn nicht ins Ausgehen. Och, Mann. Auch super lucky. Auch super lucky. Er hat jetzt einige Fehler hier im Spiel drin gehabt und werden halt nicht bestraft. Schade. Wieder der zweite Ball, nachdem er halt eigentlich wieder komplett Katastrophe spielt. Wieder Vidal knapp daneben. Was ist denn los mit dir? Schönes Eigentor, schönes Eigentor. Was war denn das wieder für eine Lucky-Situation? Das gibt's doch nicht, ey. Komplett. Oh. Sorry, aber das Spiel verliert auf jeden Fall durch Luck. Was soll ich da dazu noch sagen? Was soll ich dazu sagen? Wie kann man denn so viel Glück haben, dass überhaupt der Schuss wieder gefährlich an den Pfosten ging, war schon wieder lächerlich, ey. Scheiße, man hätte mal wechseln sollen. Mist. Echt, das ist ärgerlich. Das ist richtig, richtig ärgerlich. Er hat vorher so viel Scheiße gebaut in der eigenen Hälfte und hat immer das Glück, dass der Ball halt wieder ins Aus geht, dass er wieder den Ball bekommt, macht so viel Dreck und dann hat er noch Glück bei mir am Strafraum. Das ist echt bitter. Was war denn das?
Habt ihr gesehen, was wieder Vidal gemacht hat? Er tippelt wieder. Also Vidal hat ein richtig beschissenes Scheißspiel gemacht. Geil, geil. Dann noch so ein krasser Rückpass. Also ist kein Rückpass, weil er macht es mit dem Kopf, aber auf einen Meter halt mit dem Kopfball. Ach, ey, das ist. Ich bin aber ganz zufrieden mit meiner spielerischen Leistung, die war nicht so schlecht. Die Tore waren halt zum Großteil einfach nur pures Luck, vor allem halt das letzte war an Lächerlichkeit und Luck kaum zu überbieten. Scheiß drauf. Mir ist jetzt schon klar, dass es eine beschissene Weekend League wird und wir zu tun haben, dass wir überhaupt auf Gold 3 kommen. Von daher, was soll's? Was hat er? Arm, oh, zwei Spiele, na toll, jetzt müssen wir. Das ist aber schon. Seitdem wir jedes Mal nach jedem Spiel ein Spiel wechseln, ist es echt. Ich glaube, das erste Mal, oder? Dass wir einen Spieler haben, der zwei Spiele verletzt ist, oder dass wir zwei Spiele mit der englischen Liga machen müssen. Es sei denn, wir haben was zum Heilen. Ich glaube, wir haben sogar was. Das war's arm, ne? Ne. Ich dachte echt, wir hätten arm. Haben wir da wahrscheinlich schon eingesetzt. Aber ist ja egal, wir können doch nur noch zwei Spiele mit der englischen Liga machen. Das spielt sowieso keine Rolle. Weil wir jetzt rote Latenz haben. Spielt sowieso keine Rolle, weil, wie gesagt, wir werden eh nicht viele Spiele gewinnen. Elite ist durch, es geht nur noch darum, Gold 3 zu werden und im besten Fall halt Gold 2, das sind glaube ich 13 Siege und im allerbesten Fall, wovon ich aber nicht mehr ausgehe, 14 Siege, weil wir brauchen, wenn wir dieses Mal 14 Siege haben und das nächste Mal 14 Siege, dann. Wenn wir dieses Mal 14 Siege haben und das nächste Mal 14 Siege, dann haben wir Elite zumindest im Monat erreicht. Okay, Ehren durch. Also ist eigentlich schon ein gutes Team durch den Torhüter, durch den Stürmer, hat Özil drin. Also sind schon ein paar Perlen dabei, aber er hat jetzt kein krasses Info im Team. Hoffen wir mal, dass er nicht so gut spielt. Mal schauen. Brauchen, glaube ich, noch 4 Siege für Gold 3. Den gleichen Torhüter haben wir, fällt mir gerade ein. Den Man of the Match Schmeichel. Boah, knapp. Wieder knapp. Oh, Schmeichel, den musst du fangen. Gute Kasper wieder. Schön vorbeigedribbelt, das war immer richtig geil. Schade, da hätte ich noch mal reinpassen müssen, denke ich. Boah, krasser Ball auf Arnautovic, den er dann leider nicht ganz bekommt. Hat er Glück mit seinem Willen. Hatte ich schon auf Passen gedrückt, aber es hat nicht gereicht. Mann, was für eine. Nicht aufregen. Wie dumm er halt den Ball runternimmt. Er war komplett unbedrängt. Oh, der Ball sollte natürlich nicht dahin gehen.
Beschwerde. Waren halt richtig geile Pässe dabei, ne? Aber es hat nicht gereicht. Ich glaube, den Pass hätte ich mir schenken können auf Kane, weil er einfach komplett alleine war. Was soll er machen da? Arnautovic arbeitet meiner Verteidigung mit, sehr schön. Ich wollte halt direkt mit dem ersten Ballkontakt den nach links legen, den Ball, aber nimmt ihn erst auf den Kopf und dann runter. Oh, schon komplett zerfahrenes Spiel. Ich merke schon wieder, wie ich einfach nicht die Leistung abrufe, die ich abrufen kann. Also normalerweise, jetzt zur Zeit geht das nicht. Ich hab's gesehen, wie Mané nicht mitgelaufen ist. Und ich dachte mir, toll, was denkt sich denn Mané dabei, nicht mitzulaufen, obwohl er vor ihm steht? Keine einzige Torschance kreiert. Spricht für sich. Zu spät kam der Pass. Der geht natürlich zu weit, der Laufpass, aber wir haben dann zumindest die Chance, mit einem Eckball ein Tor zu machen. Da kam eigentlich nicht schlecht die Flanke, aber trotzdem hat es nicht gereicht. Eigentlich schön gemacht von Gueye, dann kommt zum Glück noch Reed zur Hilfe. Also das ist zum Beispiel so ein Gegner, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, wenn ich hier meine Leistung abrufen kann, dann wird es deutlich einfacher, weil er ist nicht so gut. Aber ich bin halt gerade auch nicht so gut. Ey, das ist fast schon lächerlich, das gibt's gar nicht. Was ist denn da los? Es war mir so klar, nachdem ich den Pass gemacht, wusste ich, du verlierst jetzt mit Kane auf jeden Fall den Ball. Scheiße! Ich darf mich nicht aufregen, es bringt nichts. Ich kann das Spiel ja trotzdem noch gewinnen. Es ist total ausgeglichen. Das ist das einzig Positive. Gegner ist nicht besser als ich. Aber ich spiele so kacke, ey. Ich habe halt einmal geschossen, der Gegner nullmal. Cool. Komm schon, reiß dich zusammen. Ich muss versuchen, positiv zu denken. Das fällt mir gerade echt schwer. Ich muss auch versuchen, positiv zu fühlen, aber auch das fällt mir gerade echt schwer. Okay. Ich muss einfach mal ein bisschen konzentrieren, ein bisschen ruhig sein, nicht über die kleinen Fehler aufregen. Passieren die halt, egal, scheiß drauf. Einfach versuchen, das eigene Spiel aufzuziehen. Zum Beispiel so.
Oh, noch gut gemacht mit Mané, nochmal den Ball an den Gegner rangelenkt. So, und jetzt mit Kane vielleicht. Oh, ich dachte wieder, das wird geil. Was ist denn los? Oh nein, der Pass war so schwach. Das ärgert mich auch immer, wenn man dann nicht die Ecke bekommt. Danke, Schiri. Sollte der Ball nicht hin. Geil gemacht von Smalling. Kane hätte sich sogar durchgesetzt, aber ging viel zu weit dabei. Okay, Arnautovic ist schon komplett im Arsch, sehe ich gerade. Können wir mal austauschen. Erster Schuss vom Gegner, Glückwunsch. Oh, ich mache einen normalen Pass! Ich mache einen normalen Pass! Er macht einen Laufpass draus! Oh, fuck you! Meine Fresse, ey! So eine klare Torschance versaut von der scheiß Drecks-Engine, die sich manchmal überlegt, ah, ich mache mal einen beschissenen Laufpass! Oh, ey, das ist so zum Kotzen. Mir ist scheißegal, dass wir jetzt ein Tor geschossen haben. Es ist verdient, aber es ist einfach nur zum Kotzen, wie mir vorher die Torschance geklaut würde, ey. So eine Scheiße. Oh, ey. Das war perfekt. Der hätte dann einfach nur ins leere Tor einschieben müssen. Gibt's überhaupt nicht, ey. Macht der so einen bescheuerten Laufpass von alleine draus? So dumm. Krass. Ich freue mich natürlich, dass ich trotzdem jetzt führe, aber es ist so. Boah, krass. Wir da versuchen auch dieses 1-0 zu halten oder vielleicht noch ein zweites Tor draus zu machen. Durch die Beine. Wollte natürlich nicht schießen, da habe ich nicht damit gerechnet, dass Firmino den Ball bekommt. War eigentlich gelb. Och nein, es gibt natürlich das Lucky-Eigentor. Sehr geil. Ist in meinen Augen nicht verdient, aber was soll's, scheiß drauf. Passt zu der jetzigen Situation, zu der momentan. Einfach perfekt. Wieder so ein Slapstick-Tor, wie im letzten Spiel. Geil. Ich werde erstmal Mané auswechseln. Krass.
Ich meine, ist natürlich ärgerlich, weil es nach einer Ecke passiert ist, nach einem Freistoß, den ich verursacht habe, mit Absicht. Aber wie gesagt, wie oft passiert das schon mal? Ja, Mané bremst genau da an, wo ich abziehe. Wo ich bremst genau da ab, wo ich anfange aufzuziehen. Hätte ich wahrscheinlich den Ball besser protecten sollen. Ich dachte, es geht auch so. Was wäre es jetzt gewesen? Hat wieder eine Stunde lang den Ball nicht unter Kontrolle gebracht. Was für ein Strich in der 90. Direkter Schuss. Oh, das war ein richtig geiles Tor von Firmino. Gar nicht mal so platziert, glaube ich. Und halt relativ flach, aber mega, mega straff. Sehr geil. Was für ein geiles Tor. Sehr geil. Die sind halt auch in letzter Zeit viel zu selten gefallen. Bam, hier. Komplett unplatziert. Kurz neben dem Torhüter, aber halt so straff. So schnell, dass er überhaupt gar keine Zeit hatte zu reagieren. Sehr geil. Krasses Tor. Genau in der richtigen Zeit, aber wie gesagt, war ja. Ich meine, klar, mein Tor war auch ein Lagertor. Mein 1-0, und dann der Gegner macht das 1-0. Das war rausgespielt, auch wenn es natürlich ein ziemlicher Sonntagsschuss war und auch wieder relativ lucky, aber ich denke, unterm Strich war ich trotzdem der beste Spieler am Ende dann. Vorlagen: Kane und Azpilicueta. Ja, und Kane hätte eine zweite Vorlage gehabt, wenn dieser merkwürdige Pass da nicht gewesen wäre, den er halt so komisch in den Lauf spielt, statt halt einfach auf den Mann. Hätte einfach nur leicht rüberlegen müssen, der nimmt ihn an und schiebt halt das leere Tor oder ist halt dumm und schießt gegen ein Tor wieder, aber er schießt wenigstens. Naja, was soll's. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Und wir müssen dann ja nochmal mit der Premier League spielen, weil Reus verletzt ist, aber das kriegen wir schon hin. Tschüss, tschüss.